Ja, herzlich willkommen. Die einen oder anderen kennen mich vielleicht als den Vier-Länder-Johannes, der eine Bootsvermietung auf Ibiza eröffnet. Ich habe mir erlaubt, den Olli zu mieten, damit er mir mal zur Hand geht. Und da ist er auch schon. Hallo, Johannes, ich bleib mal hier hinter der... Ja, gilt das so? Hinter der Corona-Absperrung. Herzlich willkommen in Palma. Ist eigentlich wie beim Herzblatt, nur andersrum. Hier mach ich schon die erste Nummer. Die Ehrlich Brothers würden hier eine halbe Show draus machen, nur aus dieser Eröffnung. Los geht's aufs Boot. Ich find's immer gut, wenn reiche Freunde von mir ein Boot haben, auf dem ich mal 2 Tage mitfahren kann. Da frage ich mich bloß, was mache ich mit dir heute hier? Komm mal an Bord, ich zeig's dir. Ja, als alles stell dir mal die Crew vor. Die sind alle schon sehr gespannt auf dich. Ja, selbstverständlich. Komm mal rein. Ja. Also ist hier die Lobby. Ja. Lieb ich. Auch hier, großer Fernseher. Stark. So, hier gehen wir jetzt alles mal rüber. Jetzt gucken wir mal in die Küche. Die haben eigentlich schon gefragt, was der Olli gerne isst. Und ich hab gesagt, alles. Olli ist Veganer und liebt Fit-Via-Tee. So, hallo. Guten Tag. Hallo, so it's a very international crew. So, of course. Ja. He is the cook. Ja. So he's Oliver Pocher. Ja, he's... Hello, nice to meet you. No problem. So, ich stell dir den Rest der Crew vor. Sehr gerne. Ja. Hello. Is a captain. Ich mach hier, also Corona. German, English, what is... English. English? Ja. Na, Deutsch. Also, wo kommst du denn her? Hamburg. Moin, moin. Let's go. Komm, ich zeig dir mal ein bisschen was unter Deck. Das ist hier so eine VIP-Kabine. Da können wir eigentlich mal gerade durchgehen. Das ist jetzt heute deine Kajüte. Ja? Das ist die VIP-Kajüte. Da hast du auch dein eigenes Bad, wenn du deine Zahnbürste mit dabei hast. Kannst du jetzt nachher Platz nehmen? Natürlich. Meine Aufgabe ist jetzt zum Beispiel Boote wie die hier. Du musst dir vorstellen, da gibt es jetzt mehrere Eigner, die dieses Boot besitzen. Und die kaufen sich dann gemeinsam dieses Boot. Das hier zum Beispiel sind es 7 Eigner. Mhm. Und dann wird es vermietet. Und hier kostet zum Beispiel dieses Boot, das war gerade das Bugschallruder, der Captain legt ab. Dieses Boot liegt jetzt bei 50.000 Euro die Woche. Dann brauchst du noch 30% brauchst du noch für Crew und auch noch mal Kraftstoff. Und dann kommst du auf einen, wie du fährst. Oh, Kraftstoff. Also das heißt, es kostet eigentlich im Prinzip nochmal 50.000 fast. Ja, Kraftstoff kommt drauf an, wie du fährst. Aber 50% nochmal drauf, dann liege ich schon bei 75 die Woche. Und wo fahre ich dann hin? Jetzt hier zum Beispiel, im Idealfall nach Ibiza. Ich mache aber Mallorca-Ibiza. Mallorca-Ibiza ist so die beliebteste Route. Oder was auch viele machen, ist so Monaco, Côte d'Azur. Ja. Ja. Wobei, das ist ja nicht mein Hauptgeschäft. Also was ich hier mache, du sagst immer eine Busvermietung. Ich sage immer so, da fragen mich immer alle Leute nach Tretbooten. Ja. Nee, du machst hier, das haben wir hier, das Klischee immer. Also wenn ich mindestens 10 Scheine am Tag auf den Tisch legen kann, dann muss ich gar nicht bei dir melden. Nee, das ist völlig falsch. Das ist momentan, damit überlebe ich eigentlich gerade wegen Corona. Klar, mit 70.000 die Woche kannst du gerade so überleben. Kommst du gerade so über die Runde. Nein, es ist also tatsächlich nicht, dass es in meine Tasche geht, sondern du lebst natürlich wirklich von einem ganz kleinen Bruchteil. Das ist es. Dass es nicht in deine Tasche geht. Du machst ein paar Sachen falsch. Vielleicht hast du mir deinen ein oder anderen. Ich werde da gleich mal. Wir müssen mit dem Captain reden. Wie fängt es denn an, wenn wir zum Beispiel die Route eher Nordafrika-Europa nehmen? Was wir da zum Beispiel über Lampedusa hier einsammeln können. Da machen wir zack, zack, die, also da können wir ja am Tag, können wir ja ein paar Mal hin und her fahren. Da machen wir mehr als 10 Scheine am Tag. Und hier ist ja genug Platz. Hier passen schon mal 30 rein. Hier in die Toilette auch nochmal 20. In Spanien sind nur 12 Personen an Bord erlaubt. Und dann hört es auch schon. Es geht ja nicht darum, dass wir fragen, wie viele hier sind. Und wenn wir sehen, es kommt eine Kontrolle rein, sage ich aber mal hier zack, zack, raus auf die Boote. Und dann kommen wir noch so, ja, ich weiß auch nicht, wo die herkommen, jetzt retten wir sie. Win, win, win. Ja gut, das ist Gott sei Dank mein Geschäftsmodell. Also momentan... Denk mal drüber nach. Ich denk mal drüber nach, aber heute eigentlich nicht. Ich zeige dir mal den Rest vom Boot. Jetzt komm mal mit. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu entdecken. Und ich habe auch noch... bist du so ein sportlicher Typ? Selbstverständlich, das sieht man ja wohl. Ja, wollte ich sagen. Ja. Ja. Wenn das Boot fährt und hier sitzt jetzt gerade keiner, ist das eher gut oder schlecht fürs Boot? Fürs Boot ist es eigentlich gar kein Problem. Wir haben oben, wird der Captain versteuert von oben jetzt. Ja? Und du siehst auch hier am Display, dass alles sauber läuft. Okay, und los, oder? Ja. Ja. Ah, und hier siehst du auch, dass du ganz beruhigt sein kannst. Ah, hier ist er ja, der Chef. Und ein Jetski ist hier oben auch. Jetski haben wir mit dabei. Ja? Und dann gibt es auch schon ein ganz gutes Gefühl. Aber ich mach das jetzt so ganz so investigativ. Ich mach so Johannes der Talk. Ich überlege gerade, waren es wirklich 4 Länder, durch die du gefahren bist? Ja, ne? Ja. Also es war von Deutschland in die Schweiz,
nach Frankreich, nach Spanien. Ja, ist richtig. Ich wandere aus nach Ibiza jetzt in diesem Video. Fahr mich nach Barcelona. Du bist ja zum Start der Corona-Krise da ja durchgeknallt, das war also herrlich. Ja, also... Johannes Haller, das, was du gerade gemacht hast, die letzten 36 Stunden, das ist wirklich... Das hat wirklich den Vogel abgeschossen. Es hieß ja schon irgendwie, bitte, wenn Sie einen deutschen Pass haben, bleiben Sie bitte zu Hause. Die Corona-Krise war voll am Dampfen und du bist halt so, hey Leute, ist gar nichts los an der Tankstelle, ich weiß gar nicht, was ist. Und bist da. So, bin jetzt die erste Stunde gefahren, kurz vor der Schweizer Grenze. Super. Ein Riesenabenteuer. Absolut. Es ist auch alles ein bisschen gespenstisch, also es ist super wenig los. Ja, wie bei Walking Dead. Sind ohnehin ja, schon viel besiedelt in der Schweiz, aber so wie es jetzt momentan ist, ist es wirklich krass. Ja, die Straßen sind, wenn man ihn sieht, nicht nur dünn, sondern auch noch dumm besiedelt. Aber ich muss auch im Nachhinein sagen, wie ich es mir angeschaut habe bei dir, habe ich ja selber gelacht. Da sage ich mal, Alter, wenn du das jetzt so anschaust, und wenn man sich jetzt gar nicht damit beschäftigt hat, dann muss er sagen, okay, er hat halt schon vollkommen recht. Ja, also das ist... Also was soll die denn sagen? Dann fährt er halt weiter und er filmt sich dann auch bei der Einreise, ist noch ganz stolz drauf. This is my flight in Ibiza. I move in this crazy time. Er moved in diesen verrückten Zeiten. Natürlich, weswegen? Weil er einen Bootsverleih auf Ibiza ausmacht. Lieber Johannes Haller, es gibt noch so viele geile Ideen. Wie wäre es, warte, ich habe eine Idee. Ein Foodtruck in Wuhan auf dem Markt. Geile Idee, oder? Und jetzt kommt es. Ich finde, wenn ein Land in Quarantäne ist und man fährt durch Barcelona, welchen Song legt man in seiner Story runter? Achtung! Ich fand es super kreativ. Das war sehr kreativ, wenn man durch Barcelona fährt, genau das zu machen. Und vor allem, dass die Puffs ja schon zu hatten. Das war eben so. Also es ist tatsächlich auch so, dass das Tragische. Du musst jetzt 1,5 Meter Abstand halten. Ja. Das heißt, also auch in so einem Freudenhaus wärst du jetzt nicht auf deine Kosten gekommen. Nee, aber der Gag hat ja, heiligt ja die Mittel, da bin ich ja genau bei dir. Ja. So, wie ist das für den Bootsverleih für dich in Ibiza in den 3 Monaten Corona gelaufen? Also, Bootsverleih war einfach mal 0-0. Also es war sogar eine riesenrote Null. Das glaube ich gar nicht, wie dass sich das nicht durchgesetzt hat. Da sind die Urlauber gekommen und haben gesagt, geil, wo ist denn hier der Boots, Johannes? Aber du hast es geschafft. Ja. Du bist hier und ich bin sehr gespannt auf den Aktivtourismus, den wir gleich haben werden. Das ist jetzt ein Chatboard. Und wir machen heute Promo Chatboard? Mit dem Chatboard. Ja, das hat einen Chatantrieb. Ja, du hast hier hinten einen Chat. Ja? Kann sich nicht dran verletzen und es fährt elektrisch. Jetzt hier, das ist eine ganz berühmte Bucht hier in Mallorca. Hier sind ganz, ganz viele Leute, das sind potenzielle Kunden. Ich verkaufe diese Boards. Also ich möchte, dass wir so 2-3 Interessenten bekommen, mindestens 4 verkaufen. Da sehe ich ja, das ist sowieso. Wenn ich hier 3-4 Mal lang gejettet bin, wie auch immer das funktioniert, glaube ich, haben wir die Blicke auf unserer Seite und dann ist es easy. Du startest am allerbesten auf den Knien, ja. Gibst dann ein bisschen Gas, ja. Startest dann und dann versuchst du dich hier aufzurichten. Wie beim Surfen praktisch. Und fährst dann los. Mit 2 Stories und Swipe Up kriegen wir das auf jeden Fall los. Ja. Also jetzt hier hochswipen. Ja, swipe jetzt mal hier hoch. 20% mit dem Code OliPoliChat. Ja. Das kostet normalerweise 20.000 Euro, aber für euch heute, wenn ihr bis heute Abend bestellt, 12. Swipe.